Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Grand Chien, willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Jack the Lions 3 und wir sind hier immer noch bei der Barsch, die auf den Grund gelaufen ist. Wie ist der Name? Leaslane, ja. Genau. Wir werden es rausfinden. Steht sie an der Seite? Chasey Lane. Oh, okay. Ja. Da wissen wir ja, worum es geht. Kinder der 90er. Wir erinnern uns. Dear Chasey Lane, I wrote to explain. Genau, aber ihr kennt das Lied und den Spaß gönnen wir uns. Was steht als nächstes an? Und zwar relativ einfach. Entweder der Legionstrupp hier oder die Mine hier. Team Rotes Auge, Red Eye. Und ich finde, der Alpha-Trupp ist bereit, der Charlie-Trupp ist bereit. Wir gehen hier einfach rein. Das wird nicht so schnell, nicht so lang dauern. Da sind wir gleich da. Die Kohle ist knapp. Let's go. Oh, da haben wir uns verklickt. Das abbrechen. Da haben wir das Team aufgeteilt. Das war nicht gut. Ja, bitte Reise abbrechen. Das haben wir. The scar will be magnific. Das war jetzt natürlich wieder eine Leistung. Ja. Genau. Kommt zurück zum Charlie-Trupp. Ach, Mann. Die waren noch nicht geheilt und ich habe nicht aufgepasst. Super. Also hier rein. Und ihr geht hier direkt. Oh, jetzt mit dem Scouten fertig. Ja, Chien. Sturmwasserschlucht und Sturmwasserinsel. Wo ist. Heißt es doch, wo ist die Sturmwasserschlucht? Sturmwasserschlucht. Ah, okay, das ist eine Insel hier, okay. Steinstufen, Dragon's Teeth, Sturmwasserschlucht. Aha. Okay, dann gucken wir hier rein, was wir da finden. Steinstufen. Auch ihr seid unterwegs. Und es ist ein Rennen. Und wir sind natürlich hier die Diamond Red Mine. Red Diamond Mine, wie ich sie schon genannt habe. Auf jeden Fall zuerst da. Und dann müssen wir hier direkt nach Hitman's Island aufbrechen. Ja, Papa. Gehen wir rein. Hier haben wir die schicke Gold Rush her. Und der Feind scheint immer noch hier zu sein, wo er auch beim letzten Mal war. Das wäre ja schick. Die Wachunterkünfte. Ja, da hatten wir auch Spaß. Wir gehen hier rein. See, you beat the bushes, the bugheads come out. Und wir haben direkt Kontakt. Ein Geschützexperte. Vor dem haben wir nicht wirklich Angst. Wir versuchen hier erstmal aufs Haus hochzukommen. Gucken, ob das wieder verteidigt ist. Oder ob wir dieses Mal hier ein leichteres Spiel haben. What is your wish? Das ist eine klare Operation für den Doktor. A wise plan. Understood. I go where I am. Okay, das sieht gut aus. Dann ist das nämlich ein perfektes Eckchen. Für unsere Scharfschützen. Alina, natürlich, hier oben lag vorher mal das Gewehr. Understood. Darf hier hoch. Hier, ja, da sind noch mehr Arbeiter. Blay darf auch hier hoch. Give me an order. Hier war ja der eine. Let's move. Dr. Q. Und der Rest des Teams darf sich. I await your command. Hier weiter umsehen, während die Kollegen da oben das Ganze überwachen. Yes, of course. Wir gucken mal, wo der Feind hier sich versteckt. Okay, da hinten. Präzisionsschütze. Das ist doch nett. Was haben wir noch? Okay, hier den. Den sollten wir jetzt mal rausnehmen. Und. Ja, Kalina kann das machen.
I shall not make a good surprise shot from here. Ein tödlicher Angriff. Oh. They got to us first. Spread out. Okay. Kalina hat gefeuert, aber nicht getötet. Okay, dann haben wir hier das gute alte. Yo. Bitte einmal durchladen. So. Der ist erstmal weg. Dann haben wir das Problem, dass wir hier oben keine Ziele mehr haben. Wir bringen also Play hier runter. Weil ist ja weg. Da geht nicht mehr viel. Vermutlich sind sie dann hier vorne tatsächlich. Das piep piep. Was hat er gepiept piep? C'est parti. Ei, ei, ei. Play löst hier irgendwo Alarm aus. Was macht der denn da? Der ist ja durchs Licht gelaufen. Ach, Mann. Kein Problem. Guck mal einmal nicht hin. Schon passiert komisches Zeug. Check your weapons. The game. She's a foot. Okay. Also gut, die sind zu zweit. Das ist eher schlecht, um sich rein zu stealthen. Going. Going undercover. Du kannst hier stealthen. Wait. Ah, da ist noch ein Geschützexperte. Okay. Ready. Affirmative. Ah, ja, ja. Okay, das sieht uns alles irgendwie. Das ist ja schlecht. Dann benutzen wir mal hier Sabernakes. Hier waren das Licht. Wieso? Kalina, kannst du das nicht ausschalten? What? Okay. Müssen wir erstmal wieder warten, bis das Licht weg ist, oder was? Verbeugen. Und jetzt, die lassen wir. Wir wollen den Geschützexperten hier heimlich weg. Löten. Genau so. Hi. Okay. Was haben wir noch? Da ist noch. Da ist eine Wache. Okay, der hat nicht gesehen, dass sein Kollege da hinten weg ist. Dann wollen wir mal die Präzisionsschützen da oben. Den wir jetzt nicht so wichtig an. Sondern ihr kommt hier mal. Ihr zwei kommt hier mal rum. Da hinten. Da. Yes, yes, ei, das noch. Oh, da ist noch mehr Präzisionsschütze. Da. Da, 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 da. Okay, aber hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Okay, da ist die ganze... Da ist Spaß für die ganze Familie. So. Da wollen wir doch rein. Heimlich, still und leise. Ja, Doktor. Understood. Gehen wir hier mal in Deckung. Du willst ja den Präzisionsschützen von hinten. Will die dich hier sehen, ist das doof. I go where I am led. Jetzt haben wir den roten Strich, der ihn als markiert zeigt. Gehen wir mal weg. The enemy is in the open. Also markieren wir mal den Präzisionsschützen. Da müssten wir ja locker hinkommen. Hier, was machen wir mit den beiden da oben? Yes. Da. Darf sich Play austoben. Sabernake kommt hier mal rüber zum Geschützexperten. Wir wollen da von hier. Da haben wir ja Deckung. Affirmative. Ja, hier hätten wir. Ja, ich weiß. Deckung hinter roten Fässern. Aber Deckung ist Deckung. Going. Und du hast hier die Möglichkeit, in Deckung zu gehen noch und da ein Ziel rüber zu bekommen. Ja. I await your command. Und dann alles in Position. If that is your wish. Ah, die Wache da hinten ist noch ein Problem. I shall go. I'm wounded. Ja, Doc. Der Präzisionsschütze lebt noch. Yo! Und wie konnte denn das denn passieren hier? Weg mit ihm. Und jetzt verstecken wir uns hier, würde ich sagen.
Acknowledged. Fauda Agit, ready. Fauda, was hast du für eine Granate geladen? Blendgranate. Shaitan will have their souls. Blendgranate hier rein, das ist gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Chance auf Missgeschick hoch. Hm. No. Yes? Alle so no und er so yes. I don't have a good shot. Okay, dann hier vorne, die Wache. Nein, das Fass wollen wir nicht. Das Fass wollen wir auch nicht. Aber das Fass hier wollen wir. Bringen wir das Fass zum Überlaufen. Feuer. So. Okay, also gut, die Präzisionsschützen haben was gehört. Das ist aber schlecht. Aber du hast hier die Wache. Das Problem bei Wachen ist, die werden jetzt in Deckung gehen. This will be so easy. I'm already bored with it. Yes? My gun is not a magic wand, you know. Yeah. Nicht magical, aber komm, der, den hier ungezielt, komm, auf, hol dir einfach seine Reflexe auf. Ready. Das war der wichtige Teil, die Reflexe. Und du. I cannot hit what I cannot see. Ja, trotzdem hier rein. My brother was guiding my hand for that one. Yo, oh, Skalil muss repariert werden, das ist schlecht. Dann nehmen wir die AK. Beim nächsten Mal. Geht ja nicht anders. Why is the bounty so low for these guys? They fight like hell. Okay, die Präzisionsschützen gehen wieder auf Arbeiterjagd. Das war hier beim letzten Mal schon ein bisschen nervig. Da! Okay. Hello, evildoers! We are here to vanquish you! Okay, du hast den hier auf jeden Fall. Hol ihn dir. You killed very well. 70, der war gut. Du bitte nachladen. Macht nix, hol dir den. Nein. Ready. Ready to shoot. Du hast genug Feuerkraft, um die Wache hier auszuschalten. Medic! Got one. Medic! Dr. Q here. Find es lustig. Der ruft nach einem Medic und so, got one. Yes. But secrets will be revealed. Du gehst hier vor. Du findest, ja, den Revolver, den wollten wir jetzt nicht unbedingt. Aber bleibst hier in Deckung. Yes, yes, I know. Oder vorrücken. They are at my mercy. Den hier einfach mal reinsalben. Sehr gut. Bleib da in Deckung. What? Ich muss ja keiner. Davenake ist okayisch. Lade nach. Können wir direkt machen. Dann sieht die ganze Sache wieder stabil aus. Der wird auf Arbeiter. Boah, die gehen tatsächlich auf Arbeiter. Das ist ja frech. So. Dann, du holst dir da hinten den Medic. Das geht ja gar nicht. That is your wish. Fast tot mit Blutung. Damn it! Keep your heads down! Ohne Gratisbewegung. So. Und du hast auf Zivilisten gefeuert, du Schub. Weg ist er. Gut. Send the bastards back to Shaitan. That has to hurt. So. Und der letzte war da oben, das wissen wir. Da bringen wir Falina noch hin. Und dann geht's weiter.
Give me an order. Boda. For you, I will. Ihr wollt hier die Deck, die den Weg zumachen, zusammen. Und dann sehen wir weiter. There is yet one who remains. Ja, da ist er. Play hat das Ziel. There is yet one who remains. Hol ihn dir. Yo, da ist die Mine. The villains are dead. Now is the time for singing and dancing. Und da ist sie wieder uns. Okay. Sprengstoffe brauchen wir vielleicht. Oh, ein schwerer Helm. Endlich. Wir hatten bisher nicht so viel Glück mit schweren Helmen. Da ist einer. 44er, eine Anaconda, die ist Schrott. Aber der Helm ist gut. Endlich kommen wir so langsam. Endlich so langsam, das klingt auch nicht. Kommen wir von den Gasmasken weg. Ansonsten haben wir da hinten natürlich noch relativ viel Zeug. Wir können einfach mal hier schauen. So. Und wir haben einen deutlichen Überschuss jetzt. Auch das richtig gut. 19 Gegenstände, so geht's am einfachsten. Wir verteilen das Zeug direkt an jeden, was er braucht. Also einmal Mörsergranaten. Die brauchen wir nicht wirklich, nehmen wir aber trotzdem mit. Noch ein Galil. Oder erstmal Edelsteine. Edelsteine. Goldbarren. Sehr gut. Wir können noch mehr Verstärkung rufen. Auch dieses Team möchte einen letzten Mann am Team haben. Anscheinend. Und Blendgranaten. NATO 556er. Neues Galil für Foda. Die hat ja gerade eins zu Schrott gefahren. 3,13 bei 30 Reichweite. Hat da noch jemand Bedarf? Ich möchte eigentlich das G36 behalten. Sind wir ehrlich? Das eins können wir verschrotten. Und eins haben wir über. Das Scharfschützengewehr können wir verschrotten. Das FAMAS können wir verschrotten. Und die Anaconda kann auch weg. So, also der Teil kann eingepackt werden. Kommen wir zum Thema Helme. Was wir nicht brauchen, sind zu viele Medikits. Hier ist noch ein schwerer Rüstungshelm. Die können wir jetzt langsam mal reparieren gehen. Wir haben noch ein Galil. Wollen wir das? Überlegen wir. Wir haben ja noch die AK, so ist nicht. Okay, also die M24 werden wir abgeben. Dafür nehmen wir das Galil mit. Das ist, denke ich, sinnvoll. Und jo, dann. Earl Magic. Vertragsverlängerung. Nicht vorm Einsatz. Nicht vorm Einsatz. So geht's ja nicht. Aber hier wollen wir gar nicht lang mit dem Charlie-Trupp verweilen. Haben wir ja jetzt alles gesichert. Wir eilen hier runter. Eile mit Weile. Dass wir hier möglichst die abfangen können. Hierhin. Auf geht's. Heading out. Und mit Earl verlängern wir, sobald wir hier durch sind. Auch das machen wir noch. Die Steinstufen. Wo sind wir? Magic sollte Feinden 150 Schaden zufügen. Okay, wir gucken uns das Ganze an. Okay, wir haben hier eine Klippe. Eine richtig schick. Ein. Südliche Einsatzzone. Das klingt nach Abenteuer. I think it's time we show these snapper heads a magic trick. You dig?
Okay, wir gehen bei Nacht. Let's bounce. You see, humanity's unrestrained appetite for meat has turned nature against us. Okay. Hyänen. Und Hyänenfutter und Speerveteranen. Ja, wie machen wir das? Ja? Outstanding. Center yourself. Breathe. Let the negative energy flow away from you. You want something? So, also gut. Bei ihr wollen wir natürlich, dass wir die coole Waffe benutzen. So ist ja nicht. Außerdem, jetzt haben wir gerade Zeit, bevor wir hier in den Schlacht ziehen, das zu modifizieren. Haben wir nicht noch einen Chip? Nee, haben wir nicht. Magazin brauchen wir nicht. Taschenlampe brauchen wir. Schalldämpfer ist drauf. Und Kolben. Schwerer Kolben. Das klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. Warum können wir hier kein Zweibein anbringen? Weil wir nicht genug Bauteile haben. Ah, da war was. Ach, das waren die, bei denen die Warschauer Paktmunition gefehlt hat. Jedes Mal vergesse ich es. NATO ist da, aber... NATO sind 300 Schuss da, aber WP ist halt knapp, ne? Ja, deswegen gehen die nicht. Ah, ich erinnere mich, da war was. Da war was. Können wir das M16 modifizieren? Ja, es ist halt auch teuer, das M16 zu modifizieren, hier so cooles Zeug drauf zu schrauben. Dass es irgendwie ein bisschen auf Schaden kommt. Also bleiben wir in dem Modus, in dem wir sind. Thor wird auf die Assault Rifle hier verzichten. Obwohl, die ist noch okay. Ich habe jetzt gerade gedacht, wir nehmen die raus und nehmen das Mini-Mi. Aber das muss ja nicht sein. Igor hat die RPK, das ist okay. Larry ist MP5. Das MP5 ist durch, würde ich sagen. Macht nichts. Egal, wird schon schief gehen. Also rein da. Hier waren die mit den Hyänen. Bad news spotted. They're just vitamins. Anschleichen. Du gehst mal bitte hier. Kommen wir hier hinten durch? Nein. Aber hier hin bitte. Gucken wir mal, was mit den Hyänen hier geht. Die sollten uns ja nicht sehen. Wir halten es im Auge. You want something? Being quiet ain't my strong suit. Du gehst bitte nach da. Ich bin mal gespannt, was da unten ist. Hallo! Right on! Tor. Aufschleichen. Igor, bereit machen. Keeping it real. On my way. Und schleichen. Aber wir nehmen das MP5. Animals on the tick. Playing it smooth. Und du eröffnest den Speerveteran zuerst weg. No! Snapperhead spotted us. So. Genau, einmal hier richtig fett rein. Oh fuck! Easy for Reese. Okay, also du holst dir die Hyäne. You are nothing but 50 butchers. I think that thing's dead. I ain't gonna check it for a pulse, okay? Und du bewachst hier. I'll be real quiet, man. Larry, bitte hier rüber. Oder sind noch mehr? Passport. Watch me pop a cap in this dude. Okay, dann ein. Okay, Oberkörper, Einzelschuss. Sauber. Die haben es noch nicht mitbekommen. Das ist ja gut, was hier abgeht. Der Speerveteran. Ein sauberer Kopfschuss und weg.
Jo. Das war ein guter erster Teil der Operation. They won't even know I'm here, man. So, wir gucken, was wir hier finden. Damn. Uiuiuiuiuiui. Muskelbäge versetzen. Wer will kräftiger werden? Blacksam. Igor, komm. Igor, komm. Igor, lesen. Oh, Igor soon become greatest uncle. Soon after, greatest Dovich since great, great grandpa. So. Ich, also die schwere Rüstung, die wir hier haben, das ist ja... Die geht nicht an Magic. Magic möchte ich möglichst mobil halten. Und er hat eine schwere Weste. 50% Schwert. Ja. Für Tor wäre das was. Könnte natürlich auch Igor schwer bewaffnen. Ah, das ist ja schick, was da ist. Brauchen wir jetzt hierfür nicht, aber ja. So, was machen wir denn hier? Yo, who let the dogs out? Boah, super Spruch. Hyänen-Anführer-Veteran. So, hier einmal vorrücken. Weiter vorrücken, weiter vorrücken. Doppelter Hyänen-Anführer. What happened? Was hast du hier noch? 0,50er Standard. Okay. Da geistert auch noch einer rum. Magic, das ist deiner. Okay, harter Schäge. Schäge? Das hatten wir noch nie, oder? Ah nee, das waren... Sind ja die aus dem Gefängnis unten. Die sind ja... Die waren bitter. Igor, hier hin, bitte. Und Larry... Nehmen wir den Hyänenschreck? Könnte ich mir gut vorstellen. Larry nimmt den Hyänenschreck. Kommt weg. So. Genau. Action. Aber das benutzen wir gleich. They won't even know I'm here, man. Wir fangen mit Meltdown an und Meltdown holt sich allererst mal hier den hier. In dunkle Nacht. I can do this real quiet, man. Er fällt nicht um. Dann müssen wir hier wohl andere Waffen. Got a good shot on this mother. Oh, it hurts! It hurts! Oh. This magic trick? Einzelschuss. Kopf und weg. Och, Earl. Was ist denn los mit dir? So long, Snapperhead. Have order? Okay, wir machen hier den Ivan. Give no guarantee from this location. Hier der Ivan, komm. I have good shot of enemy. Oh. Real quiet, man. Ja? Bleibt echt nur noch der Tor. I love your optimism, but it is perhaps misplaced. I will cleanse the battlefield of evil energy. Lass mal ranrücken. At least one dumbass. Okay, da kommen die zwei. Die werden wir auch noch. Yo, Igor, gut gemacht. Ey. So. The hell you want? Easier than shooting beer. Norma, erledigt das. Komm. Einmal sauber weg. Wir reden nicht mehr drüber. Yeah.
Schwert. Salbenfeuer, Oberkörper. Ernsthaft? Nochmal. Visualize success to unlock potential. Visualize success to unlock potential. Boah. Hey, wie viel hält der aus, verdammte Axt? Egal. Dann kommt der Igor Special. To die in the Legion is to have truly lived. Great job. Go ahead and give yourself a round of applause. You earned it. Jo, hast du gut gemacht. Bei dem warten wir, bis er rauskommt. Real quiet, man. Larry geht hier weiter. Ice here. Und Ice geht hier weiter. Und überwacht. You got it. Und dann schauen wir mal. Oh, da kommt noch ein harter Schäge. Wer hätte es gedacht? Sehr gut gemacht, Igor. Hey! Yay, yay. Gut gemacht. Represent. Ice. Okay, jetzt aber hier. Jawohl, es sind zwar noch Feinde aktiv, aber wir haben jetzt hier erstmal aufgeräumt. Das war interessant. Ja, okay. Wir gucken mal, was wir hier haben. Hygienenanführer haben. Oh, die haben Kohle dabei. Sehr gut. Wir wollen Kohle. Outstanding. Was haben wir noch? Ein harter Schäge. Was hast du dabei? Beretta. Hm. Das ist Schrott. Aber gut. No problemo, man. Wir schauen uns hier weiter um. Hier geht's abwärts, oder was? Damn strict. Wir gehen hier erstmal hoch. Calling ass. Gucken, was, ob da oben noch einer ist. Let's boogie over there. On our way. Gucken wir weiter. I see a target. Okay. Damn time. Okay, da sind noch welche. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Yeah. Der Feind, der muss versteckt sein. Time to put my sneakers on. Aber wir haben ja hier gute Karten von oben. Every journey begins with a single step. If you're quiet in your mind, da sollten wir auf jeden Fall gut dabei sein. Ice Williams auch. Forget you ever saw me. Ja. Red Action. Okay, und Magic. Er hat ja jetzt einen Bonus von oben. Marodeur-Veteran. Einzelschuss. Jetzt aber. Hat er seine Killrate erfüllt. Jo, stopp. Nicht auf uns feuern. Komm, hol ihn ab. Magic, jetzt zeig mal, was du kannst hier. Visualize success to unlock potential. Ah, ich hätte schon gern nehmen wir nochmal. Komm, easy money, hol ihn dir. Jawohl, wir haben die Steinstufen erobert. Und sure. Boss is around. I spotted something. Entsprechend Beute gemacht. NATO-Munition. Super. Kann man immer brauchen. And release. Jetzt ist die Frage. Cool. Da unten geht's rein, ne? Every journey begins with a single step. Da freuen wir uns drauf. Team ist unterwegs.
Oh, wir wollten natürlich die Rüstung. Nicht, dass ich es vergesse. Diesmal nicht. Da war die Rüstung. Und wir hatten gesagt, hier Tor. In schwerer Montur. Igor ist schon in schwerer Montur. Du auch. Jo, Lady. Heute ist dein Tag. Die schwere Hose. Die geht nach da. Und die Kevlarplatten kannst du haben. Ein Apfel am Tag. Gesundheit. Wer ist gesund? Joa. Ich glaube, da ist... Eis, komm, Mika. Ah, Igor, komm. Igor darf lesen. Igor lesen. Oh, Igor soon become greatest uncle. And soon after, greatest Dolwich since great, great grandpa. So, und dann geht's dann nach unten. Oh, da sind Tretminen. Verdammt. Wow. Hui, hui. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr. You gotta kill him. Sagt er und hat gleich die nächste gefunden. Ach Mann. No diggity. So. Got a nasty ass trap over here. Und was haben wir hier? Nein. Wohin geht's da? Unter die Erde. Ja, yeah, okay. Was haben wir da? Wir gucken rein. Höhle des Schnorrers. Die Höhle des Schnorrers. Okay. Oh. Da ist ja Betrieb. Da ist ja Betrieb. Und da kommen wir nur hier rein. Das ist ja schlecht. Yikes. Got a bad guy here, man. Time to earn new medals. This is a task that is sure to impress command. Dann sind wir ja wo angekommen. Ich würde sagen, in der Höhle des Schnorrers, an dieser Stelle, machen wir einen Break. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Hier haben wir Beute, Opfer, was auch immer, Banditen, Veteran. Wir werden es erleben beim nächsten Mal. Werden wir die kleine Bande hier ausräuchern. Und dann sehen wir weiter. Für heute war es das. Für diese Staffel, für diesen Block war es das. Wir haben einen schicken Cliffhanger. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Bis dann.